Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Drakensang. Wir haben uns in der letzten Folge hier durch die letzten Rattenebenen gekämpft. Ich würde sagen, wir versuchen uns einmal an dem Endkampf. Ich dachte schon, das Spiel stürzt beim Speichern ab, das wäre jetzt derbe unepisch gewesen. Nee, scheinbar noch nicht der Endkampf. Warte. Freund. Alle bitte defensiv. Sanja. Hier. Mein Atem geht ruhig. Können wir die schon da rauslocken? Das wäre natürlich gut. Nein, nein, das Wildschwein. Nein, das Wildschwein konnte gerade alles zunichte machen. Das dumme Kackding. Komm, hier ist die Tante Gwendala. Schick keinen von meinen Charakteren dahin, bevor die da irgendwie reinlaufen. Das Wildschwein ist eh gleich tot, weil das Wildschwein nichts kann. So. Du gehst hier. Dolch. Du machst hier Dingensangriff. Du hilfst Tante Gwenny. Und du versuchst alleine einen zu beschäftigen, zumindest. So. Na komm. So. Haut sie doch einfach zu Klump. Stellt euch doch nicht so an. So, von denen sammle ich jetzt auch mal nur die Schwänzer ein. Mehr brauche ich von denen ehrlich gesagt gerade nicht. Sehr schön, das hat doch gut geklappt. Ich glaube, die hätten ansonsten gegen uns gekämpft. Im Endkampf. Alles, was wir uns da erleichtern, ist ja schon mal gut. Nochmal schnell speichern, bitte. Und rein mit uns. Okay, noch eine weitere Ratte. Wartet. Hat die uns gesehen? Okay, das Wildschwein hat uns verraten. Das dumme Mistvieh. Ja, und da seht ihr sie, die Mutter aller Ratten. Ein reines Ekelviech. Und Vorgrim darf sich mal bitte im Nahkampf mit der beschäftigen. Zu euren Diensten. Während ihr hier versucht, die kleinen Ratten wegzuhauen. Mal schauen, inwieweit das funktionieren wird. Höchstwahrscheinlich gar nicht, aber... Oh Gott, das sind so viele Ratten. Ich glaube, sie hier ist gar nicht das Riesenproblem. Ich glaube, das Riesenproblem sind wirklich die kleinen Mistviecher. Das wird jetzt schon nichts, weil ich mich viel zu doof anstelle. Und, hier, nee, so. Vorgramm einmal Einbärensaft. Und Islaib, du. Nee, Drana, du hilfst da hinten jetzt einfach mal mit. Na, trink doch schon. Trinkt der nicht. Ja gut, hau du dann auch erstmal die kleinen Ratten zu Klump. Ha, die macht schon Schaden, wenn sie trifft. Das stimmt. Das wird nie im Leben was. Du kannst versuchen, Islife zu heilen, während Vorgrim nochmal eine Einbärensaft abbekommt. Aufgepasst. So. Ja, ich hätte es tauschen sollen. Ich hätte Islife da hinten kämpfen lassen sollen. Weil er mehr Paraden hat. So, da ist das Wildschwein schon wieder weg. Ich weiß nicht, ob ich versuchen sollte, noch einen zu beschwören. Ich sage erstmal nein. Ich heb's mir für Heilung auf. Sprich, Freund. Die du ehrlich gesagt jetzt auch schon mal verteilen kannst. Na komm, hau die dummen Ratten um. Oder lass es halt bleiben. So, sehr schön. So, du machst eine Finte, weil du ja immer noch keinen Kampfstil hast. Deswegen kann ich bei dir die Dingens Punkte raushauen, wie ich lustig bin. Keine Munition. Warum lädst du dann nicht nach? Das wäre interessant zu wissen. Aber das ist wirklich das Problem von diesem Elfenbogen. Der haut die Munition weg, bis zum geht nicht mehr. So, du kannst doch mal heilen.
Nimm das. Das freut bestimmt Onkel Thorgrim. Und dann kannst du weiter drauf feuern. Was? Okay. Gib Onkel Thorgrim doch mal einen großen Heiltrank. Ein Schwert, ein Wort. Der kann der Gute mal gebrauchen. Hallo, nimm den schon. Dankeschön. So, nee. Setz mal erstmal keine Zauber ein. Paralyse starr wie Stein ist hier übrigens ein Zauber, der wirkt Wunder. Ja, ganz toll. Du kannst Wunden heilen. Tue es. Tue es, bitte. Und da kommen neue Ratten. Schön sauber bleiben. Und ich sage, Dranor und Thorgrim, ihr kümmert euch um die Ratten. Während Isleif weiterhin hier die Mutter aller Ratten beschäftigt. So, jetzt wird's kritisch, weil Gwen allein in den Nahkampf muss. Ja, und sie hat direkt zwei Wunden bekommen. Leck mich doch am sonst wo. Folgt mir. So. Jetzt hat sie schon vier Wunden, ganz toll. Ich weiß nicht, soll Isleif auch noch hier hinten? Nee. Ja, sie ist tot. Sehr schön. So gehört sich das. Na komm. Haut sie zu Klump. Ihr dürft alle jetzt keine weiteren Wunden einfahren. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Das schaffen wir nie im Leben, diesen Kampf. Da brauche ich, glaube ich, keine falschen Hoffnungen zu machen. Wir schlagen uns zwar gut, aber gut reicht leider nicht. Ja. So, da kommen sie wieder. Ja, Isleif hat eine Wunde. Das wird jetzt. Das bedeutet jetzt schon quasi das Ende. Ich weiß, ich bin hier gerade ein bisschen melodramatisch, aber. Das ist halt wirklich so. Nee, du kämpfst weiterhin gegen Isleif. Ah, Dranor hat zwei Wunden. Dranor ist auch Geschichte. Oh, Isleif hat drei Wunden. Isleif ist erst recht Geschichte. Ah, diese Wunden. Das ist halt wirklich. Jetzt hat sie Isleif. Okay. Das wird nichts mehr. Thorgrim alleine ist zwar gut, aber er wird das hier nicht schaffen. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Okay. Ja, haut ihn mal um. Los. Ich bin aber so geisteskrank und versuche es nochmal. Spiel laden. Du hörst die Schwingen Golgaris rauschen. Nein, das tue ich nicht. Quick Shave. Ich muss sagen, dass dieses dumme Wildschwein ja auch ein bisschen am Anfang mein Verhängnis geworden ist, weil es halt die anderen Ratten auf sich gezogen hat. So, und ich werde jetzt Tränke verschwenden bis zum geht nicht mehr. So, ja, greift an. Wildschwein rennt ja sowieso vor. 20 Abenteuerpunkte erhalten, nur dass wir uns hier vor unseren sicheren Tod einkesseln lassen. So, und dieses Mal eine kleine, aber feine Taktikänderung. Und zwar greift Isleif mal da hinten an. Ja. Während ihr versucht, die Ratten zu killen. So, Gwendalas Heilung halte ich mir jetzt nur für den Notfall bereit. Ansonsten werde ich Tränke verschwenden. Beziehungsweise greif mal hier irgendwie die Ratte an. Lass dich direkt vergiften, das ist natürlich schon mal sehr schön. So. Ja, nochmal einen gezielten Schuss. Zu euren Diensten. Komm, ihr schafft das. Okay, das läuft hier schon mal besser. Wegen Isleif und seinem Schild da hinten.
Da wäre vielleicht echt Rolana nicht schlecht gewesen. Nein, Forgrim sollte hier angreifen. Islaf war schon richtig da. Lass dir die bitte nicht in den Rücken fallen. So, die Mutter aller Ratten. Du hast keine Munition mehr. Die Mutter aller Ratten kann jetzt auch angegriffen werden. So, sehr schön. Wir haben noch kein Balsam Salabunde verbraucht. Problem wird nur gleich werden, wenn sie wieder alle auf Gwendala gehen werden. So. So, Forgrim wird dir leider schon ziemlich hart gebissen. So, du kannst da eingreifen. Zu euren Diensten. Du da. Ja. Und Gwendala schießt auch schon mal da hinten auf eine Ratte. Ich kann schon mal den Dolch in die Hand nehmen, weil ich genau weiß, dass das nichts bringen wird, wenn sie es nicht tut. So, und Isla versucht sich weiterhin hier hinten. Sie hat die erste Wunde. Das ist ja wieder grandios. Oh, Forgrim hat schon direkt irgendwen umgehauen. So, kleine Taktikänderung dadurch, dass hier sowieso alle auf Gwendala schlagen, schlagt ihr auch alle auf eine Ratte. So, das klappt gut. Nee, hier weiter. Dein. Das doofe Wildschwein hilft leider nicht mit. Ah, alle verfehlt. Das ist ja super. So. Okay. Halt. Lass dich treiben. Gegen die wirst du nicht im Nahkampf gehen. Jetzt heil dich bitte. So, einen Wuchtschlag bitte von Islife und eine Finte von Dranor. Ah, das klappt schon mal deutlich besser wie vorhin. Was ich glaube sagen wollte, aber nie beendet habe. Wenn man den Zauber Paralyse starr wie Stein hat, der hilft dir ungemein. Dann kann man nämlich die olle Riesenratte hier nämlich mit so lange ausschalten. Lehm, ah, scheiße. Islaif ist tot. Versucht nochmal zu heilen. Das ist leider gerade echt ätzend. Dass der hier die ganzen Wunden einfährt. Oh Gott, ich dachte, er kriegt schon wieder eine Wunde. Heil schneller. Was soll denn die Kacke hier? Kriegt er andauernd die Wunden rein? Nein, okay. Ich wollte gerade Heilkunde Wunden versuchen, aber das bringt ja nichts. So. Wo kommt denn die erste Ratte? Da kommt sie. Du kannst jetzt wieder deinen Dolch benutzen. Und ihr geht auf die Ratte hier hinten. So, Finte. So. Na los, schneller. Dann... Islife. Kann mal einen Einbeerensaft trinken, nur zur Sicherheit. Ja, Islaif ist tot, leider. Die nächste Wunde... Ah, scheiße. Gwendala verabschiedet sich jetzt auch. Dadurch, dass sie zwei Wunden hat, kann ich das schon voraussehen. Na komm, haut doch einfach die Ratten um. Mein Atem geht ruhen. Okay. Na komm. Haut doch die Ratte um. Lass das mal vorbeimachen. Kannst du die Riesenmutter an? Nein, lass das. Sanja. Nicht die Rattenmutter umnieten. Ich bin lebensmüde. Ich versuche den Balsam Salabunde. Aufgepasst. Ja, es hat geklappt. Dann versuche ich noch was viel waghalsigeres. Ich versuche, Heilkunde Wunden im Kampf einzusetzen. Bestimmt kriegt er jetzt Nein, 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 nein. Scheiße.
Nimm das! Ja, nein! Och, wie ätzend war das denn jetzt bitte? Jetzt hat er genau in dem Moment, wo das fertig war, die letzte Wunde gekriegt. Das ist doch echt unfair. Okay, jetzt kann sie irgendwem in den Rücken fallen. Das ist nicht so schön. Das ist hier gerade Verzweiflungstat, eins nach der anderen. So, schnell, schnell, schnell. Dranor ist auch passé, ja. Dranor ist total passé. Ja, das ist eigentlich jetzt egal. Na komm, haut doch zu. Hier, los. Ja. So, du gehst dahin und du versuchst nochmal das Unmögliche. Und vielleicht klappt es ja dieses Mal. Ich hätte die Heiltränke vorher aufteilen sollen. So, du heilst Forgrim, bei dem sind gerade die Lebenspunkte wichtiger. Dann nimmst du wieder den Bogen und versuchst nochmal Heilkunde Wunder an dir selber. So. Das hat zum Glück geklappt. Ich hasse auch wieder Ausdauer. Oh, wenn die keinen weiteren Schwung Ratten holt, dann wäre das super. Dann könnten wir das schaffen. Oh, ist das spannend. Na komm. Forgrim darf jetzt nicht schlapp machen auf den letzten Metern. Weil Gwendalad hat diese olle Kackratte nämlich ohne Probleme. Forgrim macht aber scheinbar schlapp. Nein, komm. 8 Lebenspunkte. Komm, 2. Ja. Wir haben es geschafft. Es ist unglaublich, aber wahr. Oh Gott. Puh. Ich glaube, ich habe die noch nie so früh ausgeschaltet. Das liegt alles am Let's Play. Das ist das Glück, was dadurch mit sich, dass das Let's Play mit sich zieht. Aber als East Life umgefallen ist, dachte ich, das wäre es wieder gewesen. Aber Isalf hat sich eigentlich sehr gut gehalten, da hinten die ganze Zeit die Mutter zu beschäftigen. So. Ich habe auch noch nie versucht, Heilkunde Wunden im Kampf einzusetzen. Es hätte ja bei Isalf auch beinahe den Tod verhindert. Aber es ist so typisch Strakensang. So eine Sekunde, bevor die Heilung eintritt, fallen die Leute um. So, du wirst jetzt erstmal hier die Rattenmutter ausnehmen. Den Rest kann ich dann wieder offscreen ausnehmen. Und da schauen wir mal. Ein magischer, nicht identifizierter Ring. Das ist natürlich scheiße, dass ich gerade wieder keinen dabei habe, der das kann. Da muss ich nochmal in das Pferdocker anwesen und Gladys das Ding identifizieren lassen. Ansonsten den Frostrattenschwanz und Lederbänder und Sehnen. Oder von euch kann das ja keiner, ne? Doch, du hast Magiekunde. Gerade übelste Verschwendung. Seit wann hat der Magiekunde? Es ist übelste Verschwendung, aber ich skill es bei dir. Folgt mir. So, und was? Nicht identifiziert. 11. Auch zu niedrig. Was ist das denn? Na gut, dann wird Gladys das auch nicht identifizieren können. Soll ich schon sagen, was es ist? Ich weiß es nämlich. Nee, ich lasse das mal. Ich spoiler noch nicht. Habe ich schon mal gesagt, wie unendlich froh ich bin, dass wir das überlebt haben. Ich finde den Kampf schwerer wie den eigentlichen Endkampf. So, diese ganzen Ratten nehme ich jetzt eben offscreen aus, deswegen mal ein kurzer Schnitt. So, alles ausgenommen. Wie viele Rattenschwänze haben wir denn jetzt? 73 Ratten haben wir unten nochmal gekloppt. Boah, East Life. Schaue ich echt mal, was ich hier noch von brauche. Ansonsten, ja. Wird das mal alles auf was anderes verteilt. Sonst, du brauchst sowieso nichts mehr, was man hier lernen kann. Deswegen setze ich den Rest mal alles in Lebensenergie. Du kannst hier wieder
So, das zumindest mal auf Maximum steigern. 21, 21, sehr schön. Ich glaube, das wird doch ihr genereller Maximumwert bleiben. Höher als 21 werden wir da, denke ich mal, nicht kommen. Und da steht Vorwosch. Ja? Da seid ihr ja. Ich werde euch folgen. Sagt mir Bescheid, wenn wir in eine andere Etage wechseln sollen. Bringt mich doch zurück zum Ausgang zu eurem Bruder Vorwosch. Das ist eine gute Idee. Länger will ich hier nämlich nicht verweilen. So, Vorwosch. Alles geklärt. Ich warte hier auf euch. Tiefer in den Keller werde ich nicht gehen. Ihr braucht nicht mehr zu warten. Die Arbeit ist erledigt. Euer Rattenproblem sollte der Vergangenheit angehören. Tatsächlich? Ich kann es kaum glauben. Erzählt mir mehr. Bin hinabgestiegen in die tiefsten Abgründe unter Ferdok und habe dort die Mutter aller Wolfsratten ausfindig machen können. Und dieses Monstrum ein für alle Mal Einhalt geboten. Ihr seid ein Held aus dem rechten Fels. Erzählt mir mehr. Ich mag diese spannenden Geschichten. Sehr viel mehr gibt's da eigentlich nicht zu erzählen. Ich habe der riesigen Rattenmutter und ihre Sippschaft den Garaus gemacht. Das ist alles. Ach so? Tja, dann sind wir wohl tatsächlich fertig. Ach ja, bevor ich vergesse, hier ist eure Belohnung. Kommt mir jetzt wieder hinauf? Ach, ohne Ratten gruselt es mich hier irgendwie. Hier ist alles erledigt. Kommt, lass uns wieder hinausgehen. So, wenn ein Held im Sterben lag und wieder erwacht, erleidet er eine kritische Wunde. Diese wirkt 4 Punkte Abzüge auf alle Eigenschaften. Mit Heilkunde Wunde unter dem Zauber Ruhe, Körper, Ruhe, Geist kann sie in eine normale Wunde umgewandelt werden. Aber hätten wir den Zauber Ruhe, Körper, Ruhe, Geist gehabt, hätte uns so geholfen. Hätten wir nämlich nicht dieses Astralenergieproblem mit Gwendala gehabt, dann hätte man sich nämlich immer wieder aufladen können. So, das waren auch nochmal irgendwie 20 Dukaten oder so, ne? 32. Okay, Leckfett. Hey, hallo. Was ist denn das gerade für ein Ruckelfestival? Spiel, beruhigst du dich bitte? Hallo. Übertreib mal nicht. Meine Güte. Ja genau. Ruckel noch mehr. Was denn gerade? Die reinste Ruckelpartie. Wenn wir ins flinke Frettchen gehen, fängt sich das Spiel wieder. Was ist denn das? Ich schnell speichere mal lieber, bevor das irgendwie abstürzt. Und ich den ganzen dummen Kampf hier nochmal machen kann. Bin schon froh, dass er auf den niedrigen Level geklappt hat. Ich glaube, Gwendala war sogar eigentlich eine relativ gute Entscheidung mitzunehmen. Da hätte ich vielleicht Draenor gegen Rulana austauschen sollen. Dann hätte ich nämlich noch jemanden mit Schwert und Schild gehabt. Klar, jetzt könnte man sagen, ich könnte Draenor auch ein Schild geben, aber nein, das mache ich nicht. Das gehört sich nicht. Ein Fechter bekommt kein Schild für, bei mir. Aber ja, dann und beziehungsweise auch noch jemand, der mehr aushält, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen. Gladys hätten wir, glaube ich, noch weniger gebracht wie Gwendala, weil Gladys keine Fernkampferfahrt. Der Schotterbusch. Hieß er dann in, Morbrück Schotterbier? Ach, keine Ahnung. Dach, was soll sein? Wegen dem Zechpreller. Ihr braucht nicht mehr weiter zu reden. Ich weiß zwar nicht, was ihr mit ihm angestellt habt, aber dieser Regasch war hier und hat bis auf den letzten Heller bezahlt. Zum Dank gibt's ein schönes Helles aufs Haus. Ach ja, und diese Dukaten für die Mühe. Hier. Ja, vielen Dank. Was hat das denn? 35 gegeben. Sehr schön. Komm, das muss doch jetzt reichen. Ja, es ist ein Ring des Lebens. Lebensenergie maximal plus 10. Jetzt ist nur die Frage aller Fragen. Gebe ich das jemandem, der null Lebensenergie hat? Oder gebe ich das irgendwem, der schon viel Lebensenergie hat und die einfach weiter steigern? Um die einfach weiter zu steigern? Und den dann zum Übertank zu machen? Oder benutze ich es halt, um Defizite auszugleichen? Ich entscheide mich mal für Letzteres. Ach, keine Ahnung. Und zwar kriegt Eastlife den, erstmal weil es mein Hauptcharakter ist und 58 ist schon cool.
Kann ich vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen mehr drauf skillen. Dach, was soll's sein? Was gibt's denn Gutes bei euch? Eigentlich will ich nur verkaufen. Und zwar, nee, hiervon. Doch, das Waffenbalsam kann ich verkaufen. Das benutze ich sowieso nicht. Bringt auch gar nichts. Die drei Streitkolben hier kannst du haben. Dann kannst du nichts haben. Und du kannst Pastellen der Ausdauer, Flachmann und die Wurfdolche bekommen. Und die Goldkette. Bitteschön. Der hat auch schon mal wieder ordentlich Dukaten gegeben. Also gerade haben wir richtig viel. Zaster. Zack, ruckel, ruckel. Ja. Spiel. Bitte beruhig dich. Wie viel Gewandtheit hat der eigentlich? Das kann ich gar nicht sehen durch den Rahmenschnabel. 13, das heißt, er kann auch Ausweichen 2 lernen. Okay, Islas Erfahrungspunkte sind, glaube ich, bald gleich wieder alle weg. Weil ich werde schon mal Ausweichen 2 und Rüstungsgewöhnung 2 lernen. So. Ja, ihr sollt schnellstmöglich geheilt werden, Wunden, das ist klar. Und mit Heilkunde Wunden, das hätte ja beinahe geklappt. Aber Gwendala war wirklich das Zünglein an der Waage, glaube ich. Weil hätte die nicht noch ihren Balsam Salabunde am Ende sprechen können, um Vorgrim nochmal zu heilen. Ich glaube, das hätte nicht mehr gereicht von den Lebenspunkten. Ich glaube, dann hätte die Ratte den zerbissen. Wie gesagt, wir hatten so ein kleines Astralproblem am Ende. Oder generell im ganzen Kampf. Da ich habe, wie gesagt, keinen Zauber habe, um die wieder aufzufüllen. Wäre wirklich so ein Ruhekörper, Ruhegeist nicht schlecht gewesen. Hätte man nämlich in den Phasen, wo keine Ratten kommen, weil nur die Riesenmama da ist, mit Gwendala eben Dingens hier erstmal die anderen von den Wunden heilen können und dann einfach Ruhekörper, Ruhegeist zaubern können, damit sie ihre Astralpunkte auch wieder auffüllt. Das wäre relativ nützlich gewesen, aber egal. Wir haben es ja trotzdem geschafft. Wie gesagt, so früh im Spiel habe ich das, glaube ich, noch nie gemacht. Da war auch eine Menge Glück dabei. Und dass mein Torwart hier so gut durchgehalten hat, das war auch Gold wert. Auch wenn es dann leider am letzten Endes die Wunden waren. Wunden sind echt ekelhaft. Muss man einfach so sagen. Wenn hier so dicke Leute wie Islaif oder Forgrim, also jetzt dicke HP-Leute, ich will die ja nicht hier als adipös bezeichnen, wenn die umfallen, dann ist es echt immer wegen Wunden, eigentlich selten wegen Lebensenergie. Achso, oh, jetzt habe ich das schon wieder weggedrückt. Nur keine Scheu, sprecht eure Wünsche aus. Ich dachte, er erzählt dasselbe wie immer. Fexische Künste. Und zwar hätte ich gerne, das kannst du mir doch, du kannst mir nur Ausweichen 1 beibringen. Ach so. Ich dachte, der Kerl könnte mir auch Ausweichen 2 beibringen. 70 Steuerungspunkte. Also du kannst hier eh nichts lernen. Was soll ich bei Forgrim überhaupt Ausweichen lernen? Ist ja gerade mal so eine Frage. 140 brauchst du. So, was kannst du denn noch alles lernen? Kampffähigkeit nicht. Zauber. Den Plumbum Barum könnte man mal hochsetzen. Ah, den hätte ich vielleicht auch im Kampf benutzen können. Das fällt mir gerade mal so ein. Den hätte ich vielleicht auf die Rattenmutter zaubern können. Na egal. So, ich gehe jetzt einmal noch zum Grafenplatz. Um da Islaif noch mal ein bisschen zu skillen. Och, du kannst den Rahmenschnabel auch ablegen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns diese Folge noch schon mal auf den Weg machen nach zu den Blutbergen. Auf jeden Fall spätestens nächste Folge werden wir dort ankommen. Können wir auch die ganzen Waffen weglegen. Folgt mir. Sieht ja aus, wie alle mit Waffen hier rumläuft. So.
muss sagen, dass die Blutberge der Ort sind, den ich am wenigsten mag in diesem Spiel. Oder der Abschnitt, den ich am wenigsten mag. Aber den werden wir auch schon schaffen. Ich finde, in den Blutbergen zieht auch der Schwierigkeitsgrad ein bisschen an. Also ein bisschen stärker wie sonst hier in dem Spiel. Vielleicht ist das aber auch nur subjektiv. Eine subjektive Meinung. Vielleicht finden das andere ja nicht. Die Zwerge gehören zu den ältesten Völkern Aventuriens. Die Angrishim, wie sie selbst nennen, haben großartige Handwerker, gefürchtete Krieger und vor allem vorzügliches Bier hervorgebracht. Ja. Einen dieser Angrishims haben wir ja bei uns. Guten Herrn Forgrim. Über den ich ja gerne mal mittlerweile ein Replacement gerne hätte. Einen magischen Charakter. Also jetzt ein bisschen magischer wie Gwendala oder Gladys. Das sind ja eher so Halbtag-Zauberer oder Halbzeit-Zauberer, je nachdem wie man es nennen will. Wenn Gwendala eigentlich eine Zauberweberin ist, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, eigentlich von der Spielweise her ist sie eine Waldläuferin. Auch von der Skillung her mit Fingerfertigkeit und Intuition und alles ist eigentlich sehr Waldläufermäßig. Aber egal. Gehen wir mal hier hinten zum Feldwebel Erland. Und schau mal, was der uns noch so beibringen kann. Feldwebel Erland. Ja, ein paar Nahkampfübungen gefällig. Niederwerfen und Befreiungsschlag. Das wäre auch mal so eine Sache. Nehmen wir mal die Rüstungsgewinnung 2. Und dann lerne ich auch das hier noch. Niederwerfen und Befreiungsschlag. Den letzten Punkt gibt es auf Lebensenergie. Da ist er immer noch nicht auf Maximum angelangt. Das ist auch interessant. So, Niederwerfen. Niederwerfen. Befreiungsschlag. Und dann einmal hier die Waffen. Rahmenschnabel und Torvaler Rundschild. So. Dann kann Islaf sich nämlich auch mal, wenn er umzingelt ist, ein bisschen Berserker spielen. Und falls wir mal gegen Magier kämpfen sollten, die dann auch mal umschmeißen, bevor die irgendwie was zaubern. Das würde uns bestimmt auch helfen. Ansonsten benutze ich Niederwerfen jetzt nicht so häufig. Weil für die vierten Ausdauer kann ich auch einen Wuchtschlag machen, der dann auch noch Schaden anrichtet, wenn er trifft. Wie gesagt, benutze ich eigentlich hauptsächlich nur zum Zauber unterbrechen. Und dann würde ich sagen, wir schreiten voran zu den Blutbergen. Da dürften wir diese Folge ja noch ankommen. Eitriger Krötenschammel, nein, danke. Den brauche ich wirklich nicht. Also eigentlich brauche ich den schon, aber das muss jetzt nicht jetzt sein. Muss jetzt nicht jetzt sein. Oh, das ist ja fast bei Aris treu. Könnten wir ja eigentlich auch nochmal zu Fuß nach Aris treu laufen, aber scheinbar nicht. Okay, nix hält uns von unserer Reise ab. Ulvine Niceback, das Oberhaupt der weitverzweigten Händlersippe, leitet das Unternehmen seit einigen Jahren mit großem Geschick. Den Nicebacks gehören nicht nur der größte Fuhrpark in der Stadt und eine stattliche Anzahl von Frachtkränen, sondern auch etliche Mietshäuser und Grundstücke. Eigentlich schon fast ganz fair, Doc. So, wir sind da. Es gibt Pflanzen zu ernten. Hüpf, kleine Elfe, hüpf und ernte Pflanzen, die ich gar nicht sehe. Gullmond. Ja, wo versteckt er sich denn? Der Gullmond. Da. Her damit. Bei ihr mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass das irgendwie fehlschlägt. Mit 21 und ihren Attributswerten müsste das eigentlich klappen. Hier nochmal an den Gullmond. 6 Gullmondblätter.
für ein alter und starker Wald. Man spürt, dass Menschen hier nur geduldet werden. Meinst du? Dann, also beeindruckend ist er tatsächlich. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Gothic 3, wenn man aus der Ferne irgendwie Vanguard beobachtet. Das ist ja auch unter so einer Zauberbarriere eingeschlossen. Die sieht ihm relativ ähnlich. Was ist das? Eine neue Pflanze, oder? Ja, Conchines. Die hatten wir noch nie. Die ist aber auch hinterher für eine bestimmte Sache, die ich herstellen möchte, sehr wichtig. Sala Agrina. Genau, Sala Agrina. Schön wäre es, wenn irgendwie eine Übersetzung geben würde, dann könnten wir hier Elfisch lernen. Ist weiterhin Conchines. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, dass ich hier wieder die Pflanzen aufsammle. Okay. Komme ich da überhaupt dran? Hat die viel größere Frage. Nee, komme ich gar nicht. Okay, dann. Wie würde sie dann rennen? Okay, einen viel zu weiten Umweg, den. Nehme ich jetzt nicht. Ich pflücke einfach noch den Gullmond hier. 7 Gullmondblätter. Und dann rede ich mal mit der guten, wie heißt sie? Jasmine. Hey, du da. Du willst doch nicht etwa hinauf zur Burg, oder? Da kommt nämlich niemand rein. Aber wenn du gerne lange Aufstiege magst, bitte. Keiner? Meinst du, ich gelang auch nicht in die Ruine? Und was hofft wohl jemand wie du dort zu finden? Ich bin mal ehrlich. Ich suche ein altes Buch. Es soll vor kurzem in der Ruine aufgetaucht sein. Dann haben nicht nur wir Schwestern Satuarias bemerkt, dass in der Ruine Seltsames vor sich geht. Hör zu, ich bin eine Hexe des Dunkelwaldes. Vielleicht können wir dir ja helfen, in die Ruine zu gelangen. Aber eine Hand wäscht die andere. Ah, eine Hexe. Das war früher noch eine spielbare Klasse. In der Nordland-Trilogie. Eine Hexe, mit dir mache ich keine gemeinsame Sache. Scher dich fort. Das wäre eigentlich die Antwort, die Eastelfer am ehesten geben würde. Weil Torvala alles mit Magie irgendwie verteufeln und total abergläubisch sind. Und Hexen haben ja sowieso so einen zweifelhaften Ruf und deswegen juckt's Eastlife bestimmt im Finger, seine Axt zu benutzen, aber es wäre ja irgendwie langweilig, deswegen sage ich, na gut, was willst du? Die Inquisition soll nicht ungestraft in den Dunkelwald eingedrungen sein. Diese Praios-Diener haben ein Lager aufgeschlagen. Bring mir von dort ihren Mestwein, damit ich ihn mit einem Fluch belegen kann. Du findest den Wein wahrscheinlich in einer Reliquienkiste. Es wäre ein Sakrileg. Na, in Ordnung, du sollst den Mestwein bekommen, wenn das mal gut geht. Du findest mich hier, wenn du ihn hast. Kannst du mir vielleicht einen Rat geben, wie ich an den Wein am besten herankomme? Wenn ich das wüsste, würde ich das Gesöff doch selbst holen, Bruder. Am schwierigsten wird es sein, das Lager der Praioten zu betreten. Tu am besten so, als ob du den Sonnengott verehrst und dich ihnen anschließen willst. Ich würde gerne noch etwas wissen. Ja? Wieso hütest du Schweine, wenn du eine zaubermächtige Hexe bist? Du weißt nicht viel über Hexerei, oder? Hexen verbergen ihre wahre Natur oft vor ihrer Umgebung und gehen einem gewöhnlichen Leben als Bäckerin, Magd oder Jägerin nach. Als Hirtin habe ich ein gutes Auskommen. Ich habe noch eine Frage. Ja? Was sind Hexen? Oh, neugierig? Wird Töchter Satuarias Leben für eine Zauberei der Gefühle, Leidenschaften und der Natur? Jede Hexe gehört einem örtlichen Zirkel an, der sich zu wilden Hexenfesten im Feuerschein trifft. Verstaubte Bücherstuben und muffige Ruhm sind nur etwas für engstirnige Gildenmagier. Ich glaube, die Zauber sind auch so ein bisschen elfisch, aber da bin ich mir gerade nicht sehr sicher. Ich habe noch eine Frage. Ja? Was gibt es denn über den Dunkelwald zu erzählen? Außer der Ruine Blutberge liegt das Gut Dunkelforst in der Nähe. Ich führe die Schweine des Gutes zur Eichelmast und tausche mich gerne mit der Weberin Morla aus, die meine Gesinnung teilt. Reisende sollten sich vor Wölfen und Feuerfliegen in Acht nehmen. Der Wald ist auch Revier von Humbert und seinen Räubern.
aber hier hat man nichts von ihm zu befürchten. Er führt seine Überfälle nur an der Straße nach Ferdok aus. Außerdem brennt er einen guten Schnaps. Ja, dann. Ich habe noch eine Frage. Ja? Was ist mit der Inquisition? Verbohrte Gotteskriecher, die alle Andersgläubigen auf den Scheiterhaufen bringen möchten. Jede Hexe, die klug ist, wird sie vor ihnen verbergen. Du findest die Prajoten wohl im Lager oder auf Streifzügen durch den Wald. Auf bald. Dranor, wir wollen natürlich wieder unsere neuen Bekanntschaften hier auch mal kennenlernen. Zwei Heller. Das bringt jetzt leider nicht so viel. Wir zücken mal die Waffen, wenn wir hier weitergehen. Wer weiß, was uns hier auf den Wegen erwartet. Folgt mir. Oh, bei Dranor habe ich sie jetzt weggepackt. So. Ah, ich werde jetzt nicht versuchen, da hochzugehen. Ich habe ja die Barriere mit eigenen Augen gesehen. Das wäre töricht. Wenige Tarnung, wenn man als Schweinehirtin rumläuft. Seltsam. Oh. Tarnung ist Tarnung. So viel übrig bleiben wird hier höchstwahrscheinlich auch nicht. Noch mehr Reisende. Was passiert denn jetzt? Ronkwar hatte recht. Dieser Wald ist wirklich eine Goldgrube. Eda, legt eure Waffen nieder und gebt uns all euer Gold. Dann wird euch vielleicht nichts passieren. Nicht so schnell. Dieser Wald gehört Humbert und nicht Ronkwar. Gestalten wie ihr sind hier nicht willkommen. Euch würde ich aber trotzdem bitten, die Waffen zu strecken. Das Gold gebt lieber uns. Wir sind ehrliche Räuber und keine Halsabschneider wie Ronkwars Spießgesellen. Schwächlinge wie dich haben wir gerade noch gebraucht. Schaut mal, Männer. Humberts Mädels sind auch da. Und du hörst mir mal gut zu. Ignorier die Vogelscheuchen da und mach einfach, was wir dir sagen, klar? Genau. Wartet, ihr verwirrt mich. Von wem redet ihr eigentlich die ganze Zeit? Ich rede von Ronkwar, dem mächtigsten und stärksten Banditen in ganz Mittelrhein. Dieser Wald und die Handelsstraße hier waren viel zu lang in der Hand dieser Gruppe von Schwächlingen. Ah, mächtigster und stärkster Bandit, ein Totschläger und Halsabschneider ist das und ein Feigling. Humbert wird mit diesem Emporkömmling den kurzen Prozess machen, wenn er sich mal in unser Lager trauen würde. Eigentlich ist mir das egal, wen wir unterstützen. Der andere Typ ist mir aber irgendwie ein bisschen zu schmierig. Deswegen, was haltet ihr davon, wenn wir diese Totschläge gemeinsam fertig machen? Normalerweise kommt hier zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Aber ich glaube, Humbert wird nichts dagegen einzuwenden haben, wenn wir ein paar von irgendwas Leuten aufmischen. Also gut, Fremder, schnappen wir uns diese Halsabschneider. Nichts lieber als das. Ich habe nämlich ein persönliches Problem mit Leuten, die mich ausrauben wollen. Komm schon. Och ja, hier. Für Ardo. Da und du kannst mal da hinten auf irgendwen schießen. So, mal schauen, ob hier irgendwer vorbeirennen will, um Gwendala zu treffen. Ich finde es immer witzig, wie alle kreuz und quer laufen, bis sie sich endlich ihre Gegner ausgesucht haben. Sanja. Ja, du kannst auch nochmal irgendwie einen schnellen Schuss. Zack. Na komm. So, Gwendala hat ihren erledigt. Der sieht ja genauso aus wie der andere, der Typ hier. Nee, dreh dich mal um. In den Rücken schlagen lassen solltest du dir jetzt nicht. Borgum kann einen Wuchtschlag machen. Eastlife auch. Zack. Nur noch der hier übrig. Der sollte auch kein Problem sein. Na komm, sehr schön. Haben wir es aber gegeben. Leute wie dich kann unser Anführer Humbert sicher gut brauchen. Besuch uns doch mal in unserem Lager im Norden. Ich muss nicht sagen, wie bescheuert das aussieht gerade, oder? Was werdet ihr jetzt machen? Erstmal kurz was schnaufen oder unsere Wunden pflegen, dann weiter nach Westen ziehen. Dort ist die Handelsstraße, die wir kontrollieren. Sicher haben sich Ronkwars Leute dort schon breit gemacht. Zu euren Diensten. Bitte, bitte trete aus mir hinaus. Das ist eine äußerst unkomfortable Situation gerade gewesen. Ronkwars Handlanger. Knüppel. Darf er behalten. Heller, da nehme ich jetzt mal mit. Und hier Ronkwars Handlanger. Ich will den Handlanger.
Dankeschön. Ein heller und ein einfacher Verband, den kann sie mal nehmen. Wir haben ja genug verschwendet im letzten, beim letzten Bosskampf. Und ich würde sagen, hier ist doch ein guter Punkt, um mal einen Schnitt zu setzen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir als Let's Play Drakensang. Bis dahin, macht's gut.